Hallo Leute, willkommen zur Fortsetzung unseres Let's Plays von Final Fantasy 7. Ja, im letzten Part haben wir den Substanzhalter besiegt im Mond Nibel und jetzt sind wir in Rocket Town. Wir haben den Kapitän Sid kennengelernt und jetzt, was passiert denn jetzt? Genau, er hat uns seine Geschichte erzählt, was passiert ist mit seinem Traum? Gar nichts. Ah da, Entschuldigung, Cloud. Hat der Kapitän was gesagt? Nein. Shira, bist du blind? Wir haben Gäste, bring den Tee. Entschuldigung. Und entschuldigt. Ach, ich kann nicht lesen. Ich lese, bevor ich lese. Bitte keine Umstände wegen uns. Halt die Klappe, pflanz dein Hintern auf den Stuhl da und trink den verdammten... was? Was zum Teufel? Wie übersetzt man sowas? Und trink den vermaledeiten Tee? Ha, ich bin so wütend. Shira, ich bin im Hof und möbel den Bronco auf. Und du kümmerst dich um den Tee, alles klar? Himmel, was ist los mit dem? Was ist mit dem los? Entschuldigung. Es ist unsere Schuld. Nein, nein, er ist immer so. Ich finde das ein bisschen zu schroff. Nein, es ist wegen meines blöden Fehlers. Ich bin es, die seinen Traum zunichte gemacht hat. Was ist passiert? Hey, beweg deinen Hintern, du bist lahm wie eine Schnecke. Da würde ja sogar der Mond anfangen zu gehen, wenn er dir zusehen müsste. Entschuldigung. Verschwend nicht so viel Zeit, den scheiß Sauerstofftank zu überprüfen. Shira. Es ist gut, vorsichtig zu sein, aber man kann es auch übertreiben, so oft wie du den Sauerstofftank überprüfst. Das Ding geht nicht kaputt, nicht mal wenn die Hölle zufriert, aber... Kein Aber, du bist doch nicht blöd. Mach ein bisschen zu? Tut mir leid. Kapitän, unser Traum wird endlich wahr. Wir sind so stolz darauf, am Start der Shinra 26 beteiligt zu sein. Kapitän, alle Vorbereitungen sind abgeschlossen, alles startklar. Okay, überlasst alles mir, bin bald zurück. Alles klar, Kapitän, erfüll unseren Traum. Danke, Jungs. Wir beten dafür, dass alles gut geht. Instrumentenanzeige. Alles in Ordnung. Shinra 26 startbereit. Motorendruck steigt. Shinra 26. 3 Minuten bis Start. Countdown läuft. Endlich. Was ist los? Sid, wir haben einen Notfall. Im Antriebsbereich befindet sich immer noch ein Techniker. Was? Wer ist das kleine Arschloch? Ich weiß nicht, Sprechanlage im Antriebsbereich aktivieren. Hey verdammt, welches Arschloch ist denn noch da drin? Ich bin Shira, Kapitän, keine Sorge, mach weiter mit dem Start. Shira, was machst du denn immer noch da drin? Ich bin immer beunruhigt, die Werte des Sauerstofftanks waren nicht zufriedenstellend. Du blöde kleine Schlampe. Da drin wird so heiß werden, dass du dir... Kein Fetzen mehr übrig, was von dir kein Fetzen mehr übrig bleibt, wenn wir starten. Du wirst zu einem Stückchen Kohle zusammenschmoren, du wirst sterben, das ist dir doch klar, oder? Das ist mir egal. Wenn ich das hier reparieren kann, wird der Start ein Erfolg, ich bin fast fertig. Fast fertig? Du wirst draufgehen. Sid, wir müssen mit dem Countdown anfangen. Wenn nicht, dann schaffen wir es nicht. Motoren starten. Hey, Moment mal, Shira ist immer noch da drin. Was wirst du tun, Sid? Falls wir abbrechen, müssen wir bis zur nächsten Stadt 6 Monate warten. Verdammt, Shira! Willst du mich zum Mörder machen? Kapitän. Shira. Tank 7 ist in Ordnung. Wenn ich mit Tank 8 fertig bin, ist alles startbereit. Na los, Shira, beeil dich. Du wirst sterben. 30 Sekunden bis zur Zündung. Countdown läuft.
Sid, vergiss sie. Wir schaffen's nicht rechtzeitig. Was soll ich machen? »15 Sekunden bis zur Zündung. Innentemperatur steigt.« »Oh Mann, der Mond, der Weltraum, meine Träume.« »Zündung durchführen.« »Verdammt!« da startet ja die Rakete.« »Und wieder zurück.« Ups, und... Ist ja cool. Wie der schiefe Turm von Pisa. Er hat den Notschalter des Antriebs gedrückt und die Mission abgebrochen, mein Leben zu retten. Daraufhin wurde das Raumfahrtprogramm gestoppt und der Start gestrichen. Wegen mir wurde sein Traum zerstört. Deswegen ist es okay, mir ist egal, was der Kapitän sagt. Ich lebe nur für ihn. Shara, du hast immer noch keinen Tee serviert. Entschuldigung. Los, setzt euch hin, oder ist meine Gastfreundschaft etwa nicht gut genug für euch? Die sind spät dran. Wo bleibt Rufus? Hallo, lange nicht gesehen. Na, Sid, wie geht's? Na, wenn das nicht mal der Ole Palmer ist. Wie lange wolltest du mich denn noch warten lassen? Und, wann wird das Raumfahrtprogramm wieder gestartet? Weiß ich nicht. Der Präsident ist draußen. Warum fragst du nicht? Scheiße, zu nicht zu gebrauchen, der fette Sack. Der fette Arsch. Sag nie wieder fett. Oh, Tee. Kann ich etwas... Was? Kann ich auch etwas haben? Mit viel Zucker und Honig. Ach ja, vergiss den Schmalz nicht. So, schauen wir mal. Was zum... Du hast mich für nichts und wieder nichts aufgeregt? Warum bist du dann hier? Ich will, Kleiner Bronco ausleihen? Wir sind hinter... Kleiner Bronco? Wollen die mich verarschen? Also, was ist das für Übersetzung? Wer zum Teufel übersetzt denn sowas? Kleiner Bronco? Sie haben aus... Ex-Soldat... Also aus der normalen Version Ex-Soldier gemacht? Und jetzt haben sie aus Teenie Bronco kleiner Bronco gemacht? Ganz ehrlich, katastrophal. Katastrophal, was... Also ich... Ja, machen wir weiter. Wir sind hinter Sephiroth her, aber es scheint, dass wir die falsche Richtung erwischt haben. Aber ich glaube, jetzt wissen wir, wohin er unterwegs ist. Wir müssen aber den Ozean überqueren, deswegen wollen wir dein Flugzeug. Scheiße, erst das Raumschiff, dann die Rakete... Und jetzt auch noch Bronco. Shinra hat mir das Weltall genommen und jetzt willst du mir auch noch den Himmel wegnehmen? Oh je. Du scheinst zu vergessen, dass du ohne Shinra Inc. gar nicht zuerst geflogen wärst. Wie bitte? Entschuldigung. Hier entlang. Du wolltest meinen... Was? Du wolltest meinen Bronco benutzen, oder? Ich glaube, Palmer holt ihn gerade. Warum redest du nicht mit ihm? Sagt sie was? Okay. Dann holen wir uns den Bronco mal. Wo ist denn der fette Palmer eigentlich? Warum muss ich als Leiter des Weltraumprojekts sowas machen? So. Los. Ja, hier steht Los Tini Bronco. Dich habe ich doch schon irgendwo gesehen. Ich weiß, das Shinra-Gebäude, als der Präsident getötet wurde.
Wache! Ja. Jetzt werden wir gegen den fetten Palmer antreten. Der glaubt doch nicht, dass er eine Chance gegen uns hat. Wow, Wahnsinn, 300. Wie findest du meine Angriffe, du Fettsack, du? Ich habe ja nichts gegen übergewichtige Menschen, aber das ist ja auch eine Spielfigur. Ja, nicht meine Spielfigur, ist ein NPC. Mako-Gewehr, wow, Wahnsinn. 375 haut mich aus den Socken. Ah, du bist schnell, du kleiner Fettsack. Ich werde deine scheiß Eingeweide rausreißen. Das hat mich fast aus den Socken gehaut. Habt ihr gesehen? Zwei Angriffe hintereinander. Konnte es einfach nur geil. Ey, warum schwebt jetzt auf einmal Tini Bronco? Und jetzt haut er ab. Wo kommt jetzt der Laster her? Ich bin ziemlich verwirrt. Es war klar. Es war irgendwie klar. Scheiße, er wurde gerade vom Pflasterblatt gefangen. Geil. Alienreif. Cool, was auch immer das ist. Was? Erreicht die höchste Ebene eine Materie. Cool. Ich habe eine Mastermaterie. Egal, stellt da rein. Hm, das ist cool, die Kombination aus geilen Zwischensequenzen und Spielwelt. Schaut cool aus, ey. Sau cool. Da ist niemand am Steuer. Ja, ja, schießt nur. Schießt nur. Oh nein, wir sind getroffen. Mist, das Heck ist getroffen. Notlandung. Jetzt wird's nass, reißt euch zusammen und bleibt ruhig. Wird schon damit gut gehen. Das schaut wirklich cool aus, die Zwischensequenzen. Für damalige Zeit. Der fliegt nimmer. Können wir ihn nicht als Bot benutzen? Scheiße, mach was du willst. Sid, was wirst du jetzt tun? Keine Ahnung, bei Shinra bin ich unten durch und die Stadt kann ich auch vergessen. Und was ist mit deiner Frau? Was ist mit Shera? Frau, du machst Witze. Allein der Gedanke ans Heiraten jagt mir kalten Schauer über den Rücken. Und was werdet ihr tun? Wir suchen einen Mann namens Sephiroth. Irgendwann müssen wir auch den Shinra-Boss Rufus kriegen. Davon weiß ich nichts, aber... Zum Henker, ich bin dabei. Wie steht's mit euch? Mir ist es eigentlich egal. Schön, dabei zu sein, ihr Hohlköpfe. Hohlköpfe? Ja, wer so dumm ist, es mit Shinra aufzunehmen, muss einfach hohl sein. Mir macht's Spaß. Wohin geht's? Rufus folgt Sephiroth zum Tempel des alten Volkes. Wirklich? Wo liegt er, dieser Tempel des alten Volkes? Keine Ahnung, Rufus sagte, er ging in die falsche Richtung, aber vielleicht hier lang. Wir sollten einfach an Land gehen und fragen. Tempel des alten Volkes, der Name lässt mir keine Ruhe. So. Wie Tini Bronco Flix, klicke OK, um einzubrechen, auszusteigen. Tini Bronco kann niedrige Gewässer, Flüsse durchqueren, Spiele können auf dem Strand ein- und aussteigen. Okay. Ich verstehe. Gut, wir gehen jetzt hier an Land. Und hier ist Part Ende, Leute. Ja?
haben wir jetzt ein paar coole Zwischensequenzen gesehen und die Geschichte von Sid und Shara. Na gut, dann sehen wir uns beim nächsten Part. Adios!